So, und weiter geht's. Station and Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Mit dem Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Der Kampflevel gibt den Schwierigkeitsgrad an. Level? Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlogen in dieser Welt. Level? True. Level? Muss ich erst gucken. Das ist Level 2, aber Level 1, ne? Ja, das ist das einzig Doofe. Man muss sich da an den Stern orientieren und kann dann nicht dementsprechend sagen, so, ja, welches Level muss ich denn da sein, um da überhaupt klar zu kommen. Und jetzt kommt eben das Geilste. Man reist und jetzt kommt das Schießen. Das finde ich ja nicht... Jo, Schulz. Mein Gummijäber reicht mir von welchem Wert? Aha. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen uns zu zerstören, würde ich gerade sagen. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Der Gummijet wird mit dem linken Analogstick gesteuert. Weil die auch wissen, was ein linker Analogstick ist. Das ist normal. Was nach hinten legen, lässt ihn steigen, nach vorne legen, lässt ihn sinken. Die blaue Leiste zeigt die Energie von zum Beispiel Laser- und Fangnetz an. Aber ja, vorsichtig sein, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an. Fällt die Schildenergie auf Null, geht es zurück zur Abflugstelle. Ja, und wird geschossen. Das Geile in diesem Spiel auch noch war, dass man einfach später... Oh, hier konnte man doch irgendwie schießen, ne? Oder habe ich überhaupt schon Laser und so? Nee, nee. So nur. Nee, aber auf jeden Fall, genau, die wollen wir nicht einsammeln. Weil wir sammeln auf unseren Reisen nämlich so Gummi-Jet-Teile. Und die werden wir dementsprechend später brauchen, um uns unseren eigenen Jet zu bauen. Und den dementsprechend aufzupimpen. Da könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das wollt, dass wir das offscreen machen. Oder ob wir das mit ins LP mit reinpacken sollen. Das könnt ihr euch dann ja aussuchen. Das wäre ganz nett, wenn ihr das dann in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Ob wir denn unsere Waschbärbel während des LPs aufpolieren sollen oder offscreen. Oh, ein Bauplan, das ist nice. Ja, und da könnt ihr dann dementsprechend euch mal beteiligen. Ja. Ihr könntet auch so eine Vorschläge machen, welche Farbe es haben soll oder vielleicht Ideen, ob ihr denn ja, die ihr hattet, während ihr einen eigenen Gummijet gebraucht habt. Kann ja sein, dass ihr denn mal selber Kingdom Hearts gespielt habt und dann sagt so, oh ja, ich hatte mal so einen richtig geilen Gummijet gebaut und mit dem habe ich alles platt gemacht und hey, die Idee möchte ich euch auch zukommen lassen, denn immer her damit. Wir freuen uns über jedes Kommentar und über jeden Einfall, der da dargeboten wird. Und wie gesagt, tobt euch aus, Leute. Oh, guck mal, wir sind schon da. Das ist ja nice. Dauerfeuer! Oh. Welche Welt könnte das nur sein? Ich habe keine Ahnung. Oh, Wunderland. London. Alice im Wunderland. Alice! Who the fuck is Alice? Living next door to Alice. Alice! Who the fuck is Alice? Oh Gott. Okay. Pass auf, dafür kriegen wir jetzt schon wieder einen GEMA-Eintrag, nur weil wir es kurz gesungen haben. Wee, wir fliegen! Goofy ist immer noch am gechillsten. Chili Vanille, oder? Ne? Zu spät, ich komme viel zu spät. Oh, dieses Häschen. Ich bin hier, aber ich sollte da sein. Höchste Zeit, muss noch weit. Oh je, die Königin wird sich an meinen Kopf fordern. Ach, wenn man früher den Film gesehen hat, ne? Das sind Zeiten gewesen, oh, Alter. Wir haben auch 10 Zentner Disney-Filme zu Hause, also wir kennen wirklich fast alle. Beste Tür. Für die ganz kleinen. Hm. Du hast wie dummer. Oho. Oho. Ein bisschen groß hier. Was tun wir denn? Wie ist der so klein geworden? Du bist einfach zu groß. Fett! Müsst ihr so laut sein? Ihr habt mich geweckt. Hey, du hast doch gesprochen. Guten Morgen, gute Nacht. Ich brauche noch etwas Schlaf.
Warte, was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum nimmst du nicht die Flasche? Da drüben. Und plötzlich steht da ein Tisch. Ich würde mich so verarscht fühlen. Richtig heftig. Ja, selbst wenn ich da gelandet wäre, würde ich versuchen, wieder weg zu kommen. Ich muss mal kurz gucken. Irgendwas könnte man hier mal machen. Nee, dann nicht. Ach man, diese ganzen Secrets, ne? Das Bett, das kann man reinschieben, genau. Kannst du nicht springen, über den Tisch, Mensch, Kind. Drücken. Genau, das müssen wir so oder so machen. Irgendwas... Ich bin gerade echt am Grübeln, weil hier gibt es doch später so ein paar Secrets, die man machen kann. Ich später. Ja, ich weiß nicht, wann man das machen muss. Oh, wenn die so, das steht ja einfach auf dem Tisch und man soll es einfach trinken. Das macht ja jeder. Kann auch Gift drin sein. Hau weg die Scheiße. Egal. Prost. Oh, rollen! Rollen! Oh mein Gott! Und das da sind unsere Pyrozepter. Magnum Rotator genannt. Yay! Neue Waffe. Angriff. Rollator. Rollator genannt. Einziger Nachteil ist an den Dingern, okay, sie zappeln ziemlich viel durch die Gegend, aber man kann sie eigentlich einfach durch Zauber treffen. Problem an der Sache ist bloß, da wir nur Feuerzauber können, würden wir die Dinger einfach nur heilen. Und ja, wäre ein bisschen unproduktiv, ne? Na, unproduktiv weg. Why are you rolling away? Scrolling the rolling? Mach am besten das Fenster zu. Knock knock. Who is there? Daisy Miro. Oh, na, na. Oh mein Gott. Oh, ich habe letztens mal deinen Spruch in der Kampfe erzählt, ne? Das ist ein Spruch. Ich rede viel wert. Gib mir der Granate. Was für eine Granate? Na, ach so, die Ehe ist wie eine Granate. Ziehst du den Ring ab, ist dein Haus weg. Ja, den habe ich letztens im Stream gebracht und alle haben sich totgelacht. Fanden die super. Oh, ein Löchchen. Kommt hier auch noch welche? Hm. Okay, wir rollen mal da durch. Rollen. Okay. Herztribunal. Das habe ich schon wieder vergessen. Haha. Das kann ich wohl gar nicht. Ich habe viel zu eine tiefe Stimme. Fettes Weib! Hallöchen! Also ich meine jetzt nicht die im blauen Kleid, ne? Könchmicki! Ja, erstmal Luft holen für den Süßchen. Die hat voll rosa Augen. Voll gruselig. Drogen! Das hohe Gericht tagt! Ich vor Gericht? Aber warum? Weil du hässlich bist. Ihre Majestät, die Herzkönigin, führt den Vorsitz. Hässlich! Und das Mädchen ist schuldig. Da besteht kein Zweifel. Die Begründung ist, weil ich es so sage, deshalb... Wow. Das ist unfair. Nun, hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Natürlich. Ich habe absolut nichts Falsches getan. Du bist die Königin, aber das gibt dir nicht das Recht, so gemein zu sein. Die Augenbrauen. Du widersprichst mir. Das ist der Mund. Dead Face! Oh, das Hirnface! Dies ist eine fremde Welt. Das heißt, wir würden uns einfischen. Ein bisschen. Genau. Und das ist gegen die Regeln. Das Gericht befindet schuldig in allen Punkten. Schuldig der Beleidigung und des versuchten Diebstahls meines Herzens. Sie hat mir mein Herz gestohlen. Nein, nein, bitte nicht. Vor dir ist Drama geschickt. Wer bist du? Deine Mutter. Du wagst meine Verhandlung zu stören? Objection! Entschuldigung, aber wir kennen den wahren Schuldigen. Oho, das sind die Herzloben. Jedenfalls ist sie nicht diejenige, nach der ihr sucht. Das ist Unsinn. Hast du Beweise? In meiner Hose. Na, na. Bring mir Beweise für alles Unschuld. Das heißt, es ist ab mit all euren Köpfen. Oh, du könntest du wirklich die Königin sein, so wie du schreist, aber ey. Ich will nicht die Königin sein, die Königin stinkt. Weißt du das? Sie hat einen schrecklichen Charakter, der stinkt.
Ihr Mann ist süß, ne? Ja, der Herzkönig, die herzlichste Person überhaupt. Und ich sitze hier irgendwann die Herzkönigin. Ist es mir egal? Wieso kam der kleine Typ eigentlich nicht im Spiel vor? Der Herzkönig. Weil er nur so Nebenprodukt des Films war. Aber er war der Beste. Er hätte mal regieren sollen. Die Katze war am besten, ja? Ihr seid ihr? Deine Mutter. Ich bin so. Dora. Ich bin Goofy, okay? Und das ist Donald. Donald kann nicht reden. Donald ist stumm, deswegen ist er auch Zauberer. Freut mich, euch kennenzulernen, aber auch wenn die Umstände angenehmer sein können. Tut mir leid, dass ich mit reingezogen wurde. Ja, kein Problem, würde ich gerne. Passt. So, warte mal. Ability. Warum sind die Rosen nicht rot? Mann, die Rosen rot. Ja, die müssen echt voll ausrasten irgendwie. Ausrüsten. Nein, ausrasten. Ah, Goofy, why so less AP? Ausrüsten. Die hat immer noch nicht so. Wir haben eine 2 Zähne. Das ist auch der Grund. Da seid ihr da schon weg. Bei Zugriff. Spam. Ah ja, genau, hier war ja. Der Ende soll ich noch mit dieser. Ente. Fuck, ganz schön hier. So. Spielstand überschreiben. Very nice. Very comfortable. Wir haben schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. So ein Drecks. Egal. Ich würde sagen, um 15. 15 ist ganz nice. So. Okay, also. Das Problem, was wir jetzt gerade haben, ist, Alice ist angeklagt, dass sie angeblich das Herz der Königin stehlen wollte. Hat keiner mitgekriegt. Natürlich. Weil hier stehen ja auch nur 10.000 Wachen, die das irgendwie machen könnten. Und jetzt geht es an uns, die Unschuld zu beweisen. Heißt so viel wie, wir brauchen Beweise. Wir machen jetzt hier mal einen auf Felix Wright und suchen was. Na, eher auf Miles Edward, weil der hatte das ja mit der Beweissuche. Nee, Quatsch. Ah, beide. Ah, das kommt meine Lieblingskatze, also... Nee, May ist drüben, aber... Ich weiß nicht immer, welche ich besser finden soll. Die jetzt hier von den Disney-Filmen oder die von Madness Returns? Oder Madness? Allerdings die Katze von hier dem Alice-Film war auch knuffig, die blaue. Die vom Alice-Film ist hart süß. Die sind alle toll. Sagen wir einfach, die Tierkatze aus Alice ist geil, egal in welcher Welt. Wer bist du? Oh, Schrei halt! Wer wohl? Arme Alice, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns. Nein, die Tigerkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles. Oh, süß. Die Antwort der Schuldige... Boah, die Antwort der Schuldige, die Katze, liegt im Dunkeln. Du bist aber ziemlich gerade... Warte! Was? Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke. Es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig. Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Und das werden wir auch sowas von machen. Können wir ihr trauen? Sichi, ist eine gestreifte Katze. Trauen oder nicht vertrauen. Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Die Tigerkatze ist echt lustig. Ja. Okay, auf jeden Fall gucken wir uns jetzt hier um, weil ich werde auf jeden Fall alle Beweise von der Katze finden, weil wenn wir das tun, gibt es wie gesagt was Nettes. Was es ist, das werdet ihr dann gleich noch sehen, aber ich lasse euch jetzt noch ein bisschen Blut zurück. Genau, weil die alle so gespannt darauf sind, dieses Item zu sehen. Es gibt bestimmt einige, die dieses Spiel noch nicht kennen. Was möchtest du? Hä? Die es nicht gespielt haben. Och, people. Die es nicht gespielt haben oder jemand irgendwie gesehen haben, die sollten sich hart schämen, weil das eines der besten Spiele überhaupt ist. Na, das beste Spiel ist in vielen Leute Augen anders. Gib mir Portionen, dann schenke ich dir Größe. Ah, das müssen wir gleich machen. Okay. Was willst du? Noch mehr. Gib mir Ether. Ich habe gerade, glaube ich, kein Ether. Aha. Oh, kommt schon. Aha. Oh. Das darauf könnt ihr euch schon des Öfteren einstellen, dass ihr kurz davor seid, ein Item aufzusammeln und dann euch irgendwie so ein scheiß Herzlos angreift. Weil nämlich sobald ihr im Kampf seid, könnt ihr keine Truhen öffnen. Biggest Bullshit EU West. So, okay. Öffnen? Nichts. Weiß, wo Spur erhalten. Eine Fußspur in der Box. Gib mir Portion. Weißt du was? Ich geb dir deine Portion. Blume. Mein Teammitglied. Schönen Tag auch.
Guck mal, dafür kriegen wir nämlich jetzt... Dafür kriegen wir nämlich, was unsere MP auflädt und noch ein bisschen eine High-Portion. Potion! Oh mein Gott. Noch mehr Items. Jeder kriegt das eine, ist es zum Ausrüsten? Das ist geil. Äther, Potion und Zelt. Achso, das waren so eine Sidequest-Item, ich wollte kurz sagen. Warte mal. Items. Truhe. Hier, die sind da voll HP-Haltung und HP und MP-Haltung. Das sind so eine Items, die könnt ihr nur im Menü benutzen. Die dummen Drecksviecher, ne? Slender-Herzlose, ey. Slenderman ist auch ein Herzloser. Gib mir Äther. Ich bin ein bisschen kritisch mit Äther. So, okay. So. Rubinsplitter. Mhm. Also anfangs da ist es noch nicht so derbe ausgeprägt, was die Itemauswahl angeht, sage ich mal. Ich konnte nicht verschieben, ne? Nee. Der kommt erst später weg. Da stand noch. Ich muss ich gerade mal. Ich bin gerade echt hart am Überlegen. Aha, hier ist das zweite. Weißstachel. Ein Stachel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da konnten wir noch gar nicht rüberspringen, oder? Ich probiere das nochmal, aber ich glaube, an manchen Stellen, da kann man noch gar nicht hin, weil man dafür entweder Skill braucht. Nein, nicht Skill, sondern... Wie mein Controller nicht reagiert. Ja, ja. So. Nein, weil man dafür bestimmte Abilities braucht. Das sind auch so Gruppen... Nee, das haut mich hin. Das sind auch Gruppen-Abilities, also sowas wie... Es geht auf jeden Fall in Ability, was Spieler dafür sorgt, dass ihr besser springen könnt. Und nicht so wie ich gerade, wie so eine verkrebelte Krabbe. Oh mein Gott. Krabbe kann ich. Wer sagt das? Ich. Ich hasse es. Hast du schon mal jemand eine Krabbe springen sehen? Noch nicht. Was ich ist, kann auch... Sora! Alter! Dein Name bedeutet Wind, Luft. Du müsstest springen. Danke sehr. Hätte ich jetzt so ausgelacht, wenn du daneben springst. Schaut an. Schaut an. Ah, die haben Welpen gefunden. Sehr schön. So, die brauchen wir gleich noch. Oh, Hallöchen. Kommen wir da überhaupt drauf, ist die Frage. Detmar. Okay. Ach, da mussten wir ja den Baum für drehen, ne? Oh Gott. Ah, die Erinnerung. Ja, die geht ja schon. So eine gelbe. Ach, die hier vorne war das. Gib mir Potion. Okay, du kriegst eine Potion. Blume. Gigantic! So. Dann sind wir schon mal groß, dann müssen wir hier einmal rauf. Tschüss! Ich mag die Bäume hier. Schön mit Öl. Oh Gott. Und der Suchen? Wunder, los, dreh mich, wird's bald. Pam! Mir wird schlecht. Ah ne, Quatsch. Warte nochmal. Ach ja, nehmen. Genau. Aber wir müssen erstmal die Nuss nehmen. Dann müssen wir den Baum anvisieren, ihn schlagen, ihn dadurch drehen. Dann müssen wir die Nuss essen, um wieder kleiner zu werden. Und dann geht's weiter. Ah je. So, okay. Von Nüssen wird man also kleiner. Hm. Hm. Faszinierend. Diese Nüsschen. So, hier geht's auch noch hoch. Ich hasse diese Schönen Dank auch. Kein Ding. Schönen Tag. Ich finde das süß, dass die Blumen sich hier bedanken. Das ist total klasse. Och, du Mopfen, weißt du? Manche würden einfach blumen. Nein! Oh, nein! Oh, okay. Oh. Wie wird du jetzt zum Chinesen werden? Ja, lass mich! Ich darf jederzeit zum Chinesen werden.
So, Wunderzimmer. Genau, hier müssen wir nämlich rein. Und dann landen wir hoffentlich da, wo ich meine, wo wir landen. Ja, okay. Alles gut, jetzt haben wir nicht kaputt. Jetzt kommt die Kamera schon wieder. Wir müssen nämlich darüber. Das ist nämlich die, das Schwerste überhaupt. Oh Mann. Oh, danke. Also, alle kacken ab auf. Wie bist du da hochgekommen? Magie. Schaut, schaut, ihr habt es gefunden. Sehr gut. Jetzt können wir Alice retten. Seid euch nicht so sicher. Sie mag ja unschädlich sein, aber was denn mit euch? Was meinst du damit? Ich werde nichts sagen, aber euch etwas geben. Die Kraft der Kälte erhalten. Die Magie Eis erlernen. Die Kraft der Kälte. Das Kraft der Kälte. So, jetzt müssen wir da eh wieder runter, weil... Oh, können wir hier schon was machen? Wir mussten den Baum gerade so drehen, damit wir da rankommen. Und da oben jetzt auf dem Kamin ist nämlich die... da oben ist die letzte und da müssen wir einfach den Baum wieder normal hindrehen. Weil normalerweise würde man da nämlich nicht rankommen, glaube ich. Ach du dummes Mistvieh, mein Gott. Stirb bitte. Ich krieg ein Kind, was ist denn das hier? Nee, das wäre so ein Spruch, den würde ich nie sagen. So, warte mal, was wollen wir eigentlich machen? Oder kann ich hier was machen? Oder nicht? Ha. Wahrscheinlich kommt das erst später. Hm. Oh, ich kann Rolle, ganz ehrlich. Ich vergesse das. Ich kann Rolle. Ich kann Rolle. Nordic Banage. Ich wollte sagen, warum lädt das so lange? So, nochmal Zwischenspeicher. Sohle. Zirup, zirup. Stille. Das macht mich immer so nervös, wenn er... Oh, danke. Wenn er so lange lädt. Meine Fresse. Immer dasselbe.